Die 15. Gesetzgebungsperiode des Tiroler Landtages geht langsam zu Ende. Am Freitag hat Landtagspräsident Herwig van Staar Bilanz gezogen. Herr Präsident, in wenigen Worten, wie fällt die Bilanz aus? Was waren Ihre wichtigsten Ereignisse in diesen 5 Jahren als Landtagspräsident? Es hat also auf nationaler, auf internationaler Ebene und auch im Landtag selbst natürlich viele Entscheidungen gegeben und Diskussionen. Insgesamt bin ich mit der Arbeit zufrieden. Die Demokratie hat sich lebendiger gestaltet, auch in der Öffentlichkeit. Wir haben auch einiges erreicht im Bereich des Rechnungshofes, eine wesentliche Verbesserung der Kontrolle. Wir haben also die Gedächtnisstiftung verlängert um weitere 25 Jahre, eine Reihe von Gesetzen, die, glaube ich, zukunftsweisend sind, wie auch die Landesverwaltungsgerichte, die eingeführt wurden. Das wird eine Veränderung auch in der Verwaltung und in der Verwaltungspraxis herbeiführen. Was war für Sie das schwierigste Thema in der Diskussion? Ja, die schwierige Frage ist immer die Agrarfrage. Die Schwierigkeit besteht immer darin, für alle Abgeordneten diese schwierige Materie den Menschen plausibel zu machen, und es gelingt fast nicht, die Vielschichtigkeit und die Rechtsproblematik, die damit verbunden ist, aufzuzeigen. Es wird oft der Eindruck erweckt, solche Dinge sind schwarz-weiß zu entscheiden mit Ja oder Nein, aber so einfach ist es nicht. Glauben Sie, dass die Agrardiskussion für die ÖVP bei den Landtagswahlen negative Auswirkungen haben könnte? Das hat es schon gehabt, aber da ja hunderte Entscheidungen bereits erledigt sind, glaube ich auch, dass sehr viel Druck herausgenommen wurde und in der nächsten Zeit auch die ausstehenden Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes erfolgen. Wenn diese 2 noch wichtigen ausstehenden Entscheidungen über den Holzüberling zum Beispiel getroffen sind, dann ist eine endgültige Lösung in greifbare Nähe gerückt. Als Landtagspräsident ist man auch mit Petitionen konfrontiert, wie kürzlich zum Beispiel von Gavi Gröss bezüglich der TILAG, der Klinik, oder mit offenen Briefen, wie zum Beispiel von Markus Koschuh. Wie geht man mit solchen Anliegen vor? Ja, die werden geschäftsordnungsmäßig behandelt. Geschäftsordnungsmäßig heißt, entsprechend der Geschäftsordnung des Landtages werden die dann im Landtag eingebracht, und es liegt dann an den Akteuren, dies weiter zu behandeln. Das heißt, in Anträge zu gießen oder Follow-ups zu machen, da hat der Landtagspräsident dann keinen Einfluss. Letzte Frage, Herr Präsident. Wollen Sie den Tiroler Landtag auch die nächsten 5 Jahre als Landtagspräsident begleiten? Ich habe mich bereit erklärt, diese Funktion noch einmal anzunehmen und mich als Kandidat in Innsbruck-Stadt zur Verfügung zu stellen. Auch deshalb, weil ich Präsident der Regionen und Gemeinden im Europarat bin und dort und auch in der Europäischen Union Vizepräsident. Und dort geht es jetzt budgetär um die Wurst in den nächsten Monaten. Und wenn man da kein Mandat hat, kann man diese Präsidentenfunktionen nicht ausüben. Und aus diesem Grund habe ich mich aus Verantwortungsbewusstsein und auf Wunsch aller Bundesländer des Gemeinde- und Städtebundes bereit erklärt, noch einmal ein Mandat anzustreben. Herr Präsident, vielen Dank für das Gespräch. Die Tiroler Landtagswahlen am 28. April.